überall, was jetzt rot ist, wird angezeigt, dass die Länge und die Absolutlänge differenzieren. Das heißt, hier wurde irgendwas mit der Länge und Länge absolut geändert. Zum Beispiel hier, und jetzt klicke ich da drauf, und jetzt wird es mir per Mark in Zoom angezeigt in Allplan. Servus, hi, euer Peter wieder am Start. Heute geht es um ein Open BIM Problem. Ich habe ein IFC Modell, und wie auch schon im letzten Video erwähnt, verzichte ich darauf, dass ich die GUID nicht ändern darf. Denn ich habe jetzt zum Beispiel hier das Architekturmodell, das schauen wir uns mal an, das ist die IFC. Schaut im Gesamten echt nicht schlecht aus, obwohl jeder, der eigentlich, ich sage jetzt mal, eher laienhaft da ist, würde ja sagen, schaut super aus, übernimm das Ding. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal im Detail an. Wenn ich als Tragwerksplaner jetzt dieses Modell auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teilbilder aufgeteilt hätte, kann ich gar nicht damit arbeiten. Ich schaue jetzt einfach mal ins EG, okay? Ich zeige euch mal die IFC im EG-Bereich. Das ist das EG. Das ist ein Teilbild. Ja, ich frage mich dieselben Fragen wie ihr. Warum schwebt da was in einem anderen Geschoss? Warum sind da Wände viel höher? Stützen gehen von unten nach oben. Okay, das kann ich mir noch erklären. Warum sind da Decken drin? Also Bodenplatten. Und hier ist aber eine Decke und eine Decke nochmal drüber. Hier ist einfach Willkür. Ich kann nicht mein Fachmodell so aufgebaut lassen an einer willkürlichen Struktur. Das ist nicht möglich. Das sehe ich nicht ein. Da werde ich die GUID auf jeden Fall ändern. Da kann sich jemand im Grabe umdrehen oder mir drohen. So kann niemand arbeiten. Das geht nicht. Ich wundere mich auch, wie der Architekt da arbeiten konnte oder hat der irgendwelche IFCs zusammengefasst. Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schlecht für mich als Tragwerksplaner, diese Struktur zu übernehmen. Und deswegen muss ich die natürlich aufteilen. Ich muss erstens das Modell verfrachten in meine Struktur, deswegen habe ich mein Vorlaufprojekt genutzt und habe die ganzen Teilbilder einfach kopiert und dann einfach leeres Teilbild reinkopiert. Ich konnte das machen, denn die Ebenen der Wände wurden nicht genutzt. Das heißt, also keine Ebenenbezüge, sondern wenn ich jetzt hier draufklicke auf den Mengenkörper, ganz toll wieder. Auf diese Wand, dann sehe ich, die Höhen wurden alle mit Absolutkoten eingegeben. Das ist in dem Fall gut, weil dann kann ich alles übernehmen. Jetzt, wenn ich mir das EG jetzt zum Beispiel hier anschaue, gehe ich in den Grundriss. Wie Sie sehen Sie nichts. Dann gehe ich halt ins UG. Jetzt sehen wir was. Ach, ich habe den Objektmanager an. Deswegen. Genau, wir haben jetzt hier ein bisschen was eingefärbt. Ich mache das mal wieder in Grau. So schauen wir das Ganze von oben an. Und wie wir erkennen wir viel. Ich habe hier mir mal im Objektmanager, du nutzt den wirklich im Open BIM-Bereich. Ihr braucht es den auch im Closed BIM-Bereich. Ich habe jetzt die Gruppe aufsortieren lassen, dass ich weiß, was ist denn überhaupt welches Objekt. Hier haben wir Wände. Und dann habe ich gesagt, Material. Ich möchte wissen, was ist denn überhaupt alles an Stahlbeton. Wänden da. Machen wir das Ganze hier so. Haben wir hier ein paar Wände. Gut, schaut erstmal nicht schlecht aus. Und dann denkt man sich, aber da fehlt doch ein Haufen. Ja, der Rest ist halt einfach irgendwo bei Mengenkörper. Da muss man jetzt immer schauen. Das ist für mich keine Wand. Das ist für mich eine Treppe. Das ist auch eine Treppe. Das ist eine Treppe. Da ist Stahlbeton. Das schaut richtig aus, das können wir verwenden. Und so geht man halt dann wie folgt vor. Jetzt haben wir noch irgendwas nicht definiert. Da müssen wir auch kurz kontrollieren, was es ist. Und das muss man wirklich, das muss ein Profi durchgehen in der Firma und überall schauen, welche Bauteile wurden richtig definiert und welche nicht. Ihr macht jetzt eigentlich die Mistarbeit, die eigentlich die Disziplin davor machen hätte sollen, die muss eigentlich die Bauteile richtig liefern. Dafür gibt es ja eine BAP und beim Ablaufplan, und trotzdem wird sich doch gar nicht dran gehalten. Was willst du machen? Und da ich nicht darauf aufbauen kann, auf fehlerhafte Daten, muss ich das trotzdem säubern. Ja. Das heißt, sobald ich das gesäubert habe, werde ich kein.
Stell dir mal vor, ich strukturiere das jetzt alles neu, komplett alles neu. Dann bekomme ich eine neue IFC. Ich werde doch nicht so blöd sein und die neue IFC wieder so ausservern. Ich werde mir entweder teilnehmen, copy and paste, und wenn ich schon angefangen habe zu arbeiten, dass ich schon Schnitte gemacht habe und Schaltpläne, dann bitte nur über BCFs arbeiten und nicht Modelle wieder hin und her kopieren. Das geht auf keinen Fall mehr. Ja, so, jetzt muss ich dann mal schauen, jetzt habe ich hier wieder viele Mängelkörper. Jetzt muss ich wieder schauen, was ist denn die Wand davon. Raus, raus, raus. Und das, so gehe ich jetzt durch überall, okay? Und dann habe ich aber noch weitere Probleme, wenn ich jetzt alles anschalte. Also so kann ich jetzt erstmal die Wände übernehmen. Das mache ich Bauteil für Bauteil. Bodenplatten, Streifenfundamente, Einzelfundamente, Bodenplattenverstärkungen, Aufzugsunterfahrten, Schachtwände. Das ist jetzt erstmal in der Gründung. Dann Wände im Erdgeschoss, Stütze im Erdgeschoss, Unterzüge im Erdgeschoss. Alles, was Stahlbau ist, wieder separat am besten legen. Holzbau auch. Dann was, was haben wir noch für Bauteile? Unterzüge habe ich schon gesagt, glaube ich. Decken, Attika, sowas, ne? Das macht ihr einfach Teilbild für Teilbild, Objekt für Objekt. Ihr sortiert genau das hier richtig ein. Und dann gibt es hier eure Intelligenz den Bauteilen. Das heißt jetzt zum Beispiel hier, sehe ich da hinten schon eine Wand. Das ist bestimmt eine zweischalige Wand mit Dämmung. Und die ist einfach viel zu dick hier rausgekommen. Und dann sehe ich schon auf Gärung. Für so Sachen auf Gärung, da habe ich auch einen guten Tipp. Zeige ich dann gleich. Aber jetzt erstmal Intelligenz übergeben. Das heißt, ich möchte ja den Bauteilen eine Intelligenz übergeben. Die habe ich bei mir im Assistenten. Dann kann ich halt mit Umbau. Dann ist gleich wieder drin hier. Assistent, hole ich mir zum Beispiel da die Wand und dann übergebe ich das mit Anwenden. Ich filtere das Ganze und wende das an. Schauen wir es mal lieber in Draht. Und dann seht ihr, habe ich die Intelligenz übergeben. Hier Wandschicht anwenden. Ja, ja. Und schon ist die Intelligenz übergeben und die Oberfläche. Und das mache ich überall. Und jetzt seht ihr, hier habe ich schon mal so eine Achse reingezeichnet. Ich möchte euch nämlich etwas zeigen. Wenn ihr in die Hilfe geht, dann sucht bitte nach Mengenattribute und nehmt das erste hier. So, dann habt ihr hier die Möglichkeit zu sehen, welche Attribute denn vorhanden sind oder möglich sind. Zum Beispiel in der Wandschicht. Da gehe ich da rein und sehe Länge. Mittlere Länge der Wandschicht. Pardon. So, Länge 220, mittlere Länge der Wandschicht in Richtung der Wandachse. Und Länge absolut ist maximale Länge. Das heißt, die Länge ist in Achse gemessen und die absolute ist die Außen. Bei Mengenermittlungen macht das viel Spaß, glaubt es mir. Wenn das auf einmal hier die Wand so lang ist, die Wand ist auch von hier nach hier, also da wird schwierig. So, jetzt habe ich einen Report namens Länge gemacht und jetzt klicke ich mal diese Wand hier an. Ignoriert bitte die weißen Zeilen, das sind die Hauptmodule. Eigentlich müsst ihr, wobei, ich ändere das gleich mal ab. Die lösche ich einfach raus, die Zeile. Speichere es nochmal. Wir machen es mal so. In dem Bereich. Überall, was jetzt rot ist, wird angezeigt, dass die Länge und die Absolutlänge differenzieren. Das heißt, hier wurde irgendwas mit der Länge und Länge absolut geändert. Zum Beispiel hier, und jetzt klicke ich da drauf, und jetzt wird es mir per Mark in Zoom angezeigt in Allplan. So kann ich zum Beispiel in so einem großen Teilbild einfach die Gärungswände herausfinden. Ihr könnt alles in Allplan machen, ihr müsst bloß wissen, was ihr tut und wie ihr es tut. Dann ist Allplan so ein mächtiges Programm. Nutzt das ganze Wissen, was ihr habt, werdet kreativ und ja. Seine Ideen sind natürlich top. Wenn man weiß, Länge und absolute Länge ist ein Unterschied. Sofort eine Gärungswand finde ich heraus. Weil die möchte ich sowieso ersetzen. So, genug für heute mit OpenBIM. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Liked oder disliked dieses Video. Ich brauche eine Interaktion, damit sich dieses Video verbreitet. Und schaut das nächste Video in der Endcard. Wenn ihr aber jetzt keine Zeit habt, dann abonniert wenigstens den Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Video. Servus, ciao, euer Peter.